So, guten Morgen zusammen. Wir sind Uta und Donna. Wir haben verschlafen. Ist schon 7:45 und dann hat es pressiert. Und dann gingen Donnas Hinterbeine nicht mehr. Dann ist sie vor der Treppe auf der obersten Stufe ausgerutscht und hat einen Bauchplatscher gemacht. Ach ja, dann habe ich sie da aufgehoben und dann auf der 5. Stufe sind die Hinterbeine wieder nicht funktioniert. Und dann aber auf dem Absatz ging es wieder. Und dann waren unten die 2 Türen abgeschlossen, weil das ja eine Veranstaltung war. Ja, und jetzt sind wir draußen und bei Donna hat es pressiert. Und sie hat jetzt schon alles erledigt. Gestern Abend ging es ihr nicht gut. Wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so verschlafen haben. Es hat draußen dann geregnet. Aber bei uns in der Wohnung, wir hatten noch über 23 Grad. Und sie hat so gehechelt. Ich habe ihr dann noch Medikamente gegeben. Sie hat auch gefressen. Aber sie lag dann da und in Ruhe und hat gehechelt. Und jedes Mal, wenn sie sich hingelegt hat, ist sie kurz darauf wieder hochgekommen, weil sie keine Luft gekriegt hat. Und dann habe ich ihr noch das Gebläse eingeschaltet. Und dann ging es besser. Dann hat sie sich tatsächlich hingelegt und dann auch geschlafen. Weiß nicht, was es war. Vielleicht tatsächlich jetzt wieder dieser Wetterumschwung. Also jetzt im Augenblick ist schön. Bei mir auf der Wetter-App steht, der Regen sollte demnächst aufhören. Also hier ist kein Regen. Im Gegenteil, blauer Himmel, Sonnenschein. Ich glaube 14 Grad hat es. Jo. Und da ist Donnermäuschen. Jetzt bringen wir ihr Geschäftchen noch schnell weg. Aber sie hat sich jetzt wieder gefangen. Sowohl von der Atmung wie auch von den Beinen. Ja, das mit den Beinen ist halt, wenn es pressiert und sie direkt vom Schlaf aufsteht, dann ist der Körper schneller wie die Beine. Und dann passiert sowas und wenn sie dann so einen Bauchplatscher macht, dann ist sie immer ganz verunsichert. Naja, würde uns nicht anders gehen, wenn es uns die Füße wegzieht und wir auf dem Boden liegen, dann macht sie sich auch erstmal steif, will sich dann nicht helfen, dann nicht helfen lassen, dann rutscht sie weg. Naja, aber jetzt toi toi toi, ist wieder alles gut. So, also Donna läuft heute sehr schlecht. Ist gerade wieder hingefallen. Den einen Fuß hat sie ausgestreckt, den anderen hat sie umgeknickt und dann kam sie nicht mehr hoch. So, Donna, ich habe nur noch 2 für die Treppe. Jetzt gehen wir wieder zurück und gehen zur Treppe. Ja, jetzt wedelt sie. Ja, mein Sorgenhund. Jetzt gehen wir uns erstmal stärken, vielleicht wird es nachher besser. Viele Grüße von Mäuschen. Wir sind in der Wohnung gelandet. Donna ist alleine gelaufen, die Treppen hoch. Hat zwar ziemlich geschnauft, ich hinter ihr her, aber sie hat es alleine geschafft. Jetzt tut sie ihre nassen Pfötchen putzen. Ja, nasse Pfötchen putzen tust du. Ja, hast sie auch recht. Und dann gibt's Frühstück. Alles gut, Mäuschen.
Darfst dich erst mal ausruhen. Also sie ist wieder ruhig. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach die Akklimatisierung war, mein Mäuschen. Von der Temperatur und dem Regen. Und dass es dann heute tagsüber besser geht. Außerdem war mir natürlich jetzt auch aus dem Rhythmus. Ich nehme an, dass Donna schon wach war und ich verschlafen habe. Und ja, sie vielleicht auch früher rausgegangen wäre, wenn ich wach gewesen wäre. Naja, es ist, wie es ist. Wir haben es geschafft. Mit ein bisschen Schnauferei und Horuck. Und jetzt mache ich dann lecker Frühstück. Dadurch, dass wir jetzt gestern einkaufen waren, haben wir ein bisschen Auswahl. Ja, und du darfst mit mir frühstücken und du kriegst wieder dein Hundifutter. Dein Hundifutter. Pute, feine Pute gibt's.